So, jetzt geht's in die Wellness Suite. Ich bin Ich erkläre einfach mal kurz, wie das Ganze hier quasi aufgebaut ist. Nimmst das WC noch mal einen Platz zum Frischmachen. Hier noch mal die Dusche. Startet hier schon mit den ersten Sabas-Produkten für die Dusche. Dann hier für die Dusche. Eine Frage dazu. Na? Für unsere Kunden. Ja. Wenn man das hier nutzt, schmeißen sie das danach weg oder? Die werden desinfiziert sozusagen, müssen wir 72 Stunden lang lagern und dann auch neu aufgefüllt. Also weggeschmissen wird hier. Okay, dann nehmen wir es auch nicht mit. Nee. Okay, alles klar, sonst hätte ich alles bitte mitgenommen. Da lassen, bitte. Ja, ich okay, weiß, schade. Führerisch, aber im Flugzeug wird ja angeblich auch alles weggeschmissen und dann wäre es ja zu schade. Nee, bei uns nicht tatsächlich. Okay. genau, wir haben da noch Sonnenprodukte mit dazu. Sonnenpflege und hier sind die ganzen Bodylotions und Öle. Gerne zum Testen, kennenlernen sozusagen. Sabas ist ja die Linie aus der Karibik nochmal, was schön fruchtiges, sommerliches auch. Wir haben hier nochmal frisches Papayamus mit Joghurt und Seesand. Können Sie sich als Peeling zusammenmischen, gerne dann umrühren. Empfehle ich immer ganz gerne nach dem ersten Saunagang. Es wirkt nachher enzymatisch und wie ein mechanisches Peeling sozusagen. Sprich, Sie machen einfach die kreisenden Bewegungen in der Dusche, kurz einwirken lassen, dass es halt diesen Enzym-Peeling gibt, das ist durch die Papaya. Und dann einfach abduschen. Der Jacuzzi, der ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Sie haben auf der anderen Seite quasi das Bedienerfeld. Ein Strichmännchen Wasserschöpfung für eine Person, zwei Strichmännchen Wasserschöpfung für zwei Personen. Bei den Blubberblasen geht die Sauerstoffmassage, bei den Fähnchen geht natürlich das Ganze wieder aus. Mhm. Genau, wenn Sie zwischenzeitlich das Wasser wechseln möchten, einfach hier auf- oder zudrehen, dann läuft das Wasser ab oder bleibt halt wie gesagt drin stehen. Dann haben wir hier nochmal den Fruchteteller, Wasser, Flaschenprosecco. Da kommt wahrscheinlich kein Duschbad oder irgendwas rein. Sie können gerne den Zusatz mit dazugeben, das ist ein wenig aufschäumt. Das ist nochmal von Sabas, das Duschgebiet hier. Okay. Können Sie damit zugeben, würde ich mit Schwasen umgehen, da spätestens bei der Sauerstoffmassage schon ein bisschen auf. Okay. Also nicht, dass wir was kaputt machen und irgendwas da reinkippen, was nicht rein gehört. Nein, nein, also dürfen Sie sehr gerne, bloß mit Vorsicht genießen. Super. Genau, Wasserbett bestimmt noch besser wie auf Kabine. Und dann kommen wir mal zu dem Highlight, finde ich persönlich, das ist hier das Außendeck. Oder eher gesagt, der Balkon. Ja. Genau, hier hat man auf jeden Fall schön so eine umgestellte Ruhe. Und genau hinter Ihnen haben wir die Sauna, die haben wir aktuell immer auf finnische Temperatur vorgeheizt. Das sieht jetzt quasi bei knackigen 92 Grad. Wenn Sie saunieren, bitte ein Handtuch drunter legen. Mhm. Bei dem Aufguss sollte es ja was schön Fruchtiges sein. Wir haben uns für Mango entschieden. Danke. Wenn Sie den Aufguss machen, einfach hier reingießen, das ist ziemlich selbsterklärend. Und dann hört man, wie der Aufguss quasi ganz von selber passiert. Also ich würde empfehlen, immer so zwei Kellen zu nehmen und das erstmal wirken zu lassen, weil sonst wirkt zu viel. Ganz genau, man riecht es. Riecht jetzt schon sehr gut. Riecht so ein bisschen wie in der Shisha-Bar. Okay. Ja, aber ist super, aber super nicht. Gut. Nee, nee, das wenn Notfall ist, da ist der Notfallknopf, aber nur wenn was ist, nicht wenn sie uns vermissen. Ja, ja. Genau, ansonsten, genau, wir haben am Eingang nochmal unsere Telefonnummer, also mit dem Telefon, wenn irgendwelche Fragen sind, einfach kurz durchrufen, wir sind ja dafür. Sehr schön, dann bedanken wir uns für die Einweisung ja, gerne. Und genießen jetzt die Zeit. Wir haben jetzt 3 Stunden zur Verfügung. Genau. Und sagen Sie uns Bescheid, nicht, weil wir haben keine Uhren dabei. Sollen wir kurz vorher anrufen? Ja. 10 Minuten vorher, dann genau. Wir kurz an. Das wäre perfekt. Na klar, machen wir. Super, toller Service, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Und dann bis später. Genau, Sie hatten das ja schon. Ja, ihr Lieben, das war jetzt eine ganz fantastische Einweisung. Wir haben hier die Sauna, wir haben hier das Wasserbett, wir haben hier 2 Massageliegen. Man kann sich natürlich während der Zeit noch jemanden buchen, der einem zu dem Zeitpunkt, in dem man diese Suite nutzt, eine Anwendung in der Kabine bekommt. Dann haben wir hier diese Whirlwanne, ein bisschen Obst bereitgestellt, 2 kleine Flaschen Wasser und Champagner. Wasser werden wir uns direkt nochmal nachbestellen. Bezüglich der ganzen Pflegeprodukte, ja, das kann schon ein bisschen überfordern. Ich muss jetzt eben nochmal 2-mal nachfragen. Ansonsten freuen wir uns trotz draußen 30 Grad auf Rhodos auch mal auf einen kleinen Saunagang mit einem Mangoduft. Ja, und das war es jetzt vom Wellnessbereich. Wenn euch das auch interessiert, dann könnt ihr diese Kabine einfach zubuchen über MyAIDA und ihr müsst wissen, das Ganze kostet jetzt für 3 Stunden ungefähr 150 Euro, nur dass man mal ein Gefühl dafür bekommt. Wir haben das jetzt einfach gemacht, um mitsprechen zu können. Ihr wisst, ich bin das erste Mal auf der AIDA und da wollte ich tatsächlich jetzt alles ausprobieren, um auch
das an euch weiterzugeben. Also wenn ihr Fragen habt, gerne bei mir melden. Ansonsten geht es jetzt weiter. Bis gleich.